بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Die Frage lautet, es geht um Salatu al-Witr. Wenn ich zum Beispiel Salatu al-Witr nicht gebetet habe. Das heißt wegen Vergessenheit oder wegen Krankheit. Und Salatu al-Witr, was man nach dem Isha verrichtet. Diese 1 Rakat, 3 Rakat, 5, 7, 9, 11. Also meistens Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat also 11 Rakat verrichtet. Die Frage lautet jetzt, wenn ich dieses Gebet nicht verrichtet habe, kann sein, dass ich das vergessen habe oder kann ich nicht machen, weil ich krank bin. Darf ich dieses Gebet nachholen und wie kann ich dieses Gebet nachholen? Das heißt, wenn du immer, ich gebe euch ein Beispiel, wenn du zum Beispiel immer nach dem Isha 3 Rakat verrichtest oder 5 zum Beispiel oder 7, das darf man nachholen, aber erst nach dem Sonnenaufgang. Das darf man nachholen. Das heißt, wenn du zum Beispiel immer 3 Rakat verrichtest, nach dem Sonnenaufgang, du darfst 4 Rakat statt 3 Rakat, 4 Rakat zu verrichten. Und wenn du zum Beispiel 5 Rakat immer verrichtest, wie in diesem Fall 6 Rakat verrichtest du. Und wenn falls auch 7 Rakat verrichtest, dann auch 8 Rakat und so weiter und so fort. Und wenn du zum Beispiel 11 Rakat immer verrichtest, wie in diesem Fall 12 Rakat musst du nachholen. Eigentlich muss man nicht, aber das ist Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wenn er auch etwas, zum Beispiel wenn er dieses Gebet nicht verrichtet hat, falls er also krank war. Unser Beweis ist in Muslim, Sahih Muslim, dass unsere Mutter Aisha radiallahu anha yani qalat anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam kana idha fatatuhu as-salah min al-layli من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. Das heißt, unsere Mutter sagte, wenn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dieses Gebet nicht verrichtet hat, wegen Krankheit zum Beispiel, der macht das في النهار, das heißt nach Sonnenaufgang. Und er verrichtet 12 Rakat statt 11 Rakat, verrichtet er 12 Rakat. So hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dieses Gebet nachgeholt. Und solche Gebete leider sind auch fast ausgestorben, weil wir solche Sachen auch nicht wissen. Möge Allah uns also das Wissen vermehren. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.